Denn unser guter Edward kennt sich hier scheinbar sehr gut aus. Uah. Um Gottes Willen. Okay. Hier haben wir also zum allerersten Mal auch Schergen. Oder eher gesagt dämonische Krieger, wie sie hier heißen. Die kennen wir noch aus unserem guten Traum. Autsch. Das hat wehgetan. Zwei Proviant sollten Abhilfe leisten. Wow. Und natürlich die Heilung von unserem guten Bones. Autsch. Na komm schon. So, ihr seht das schon, der schwere Schwierigkeitsgrad ist wirklich sehr schwer. Wer hätte es gedacht? Aber ich bin mir sicher, wir werden es gemeinsam hinbekommen. So. Was bleibt für diese viel zu starken dämonischen Krieger? Und auf Wiedersehen. So. Ein schöner Kehlenschnitt. Uha, um Gottes Willen. Danke, Bones. So, das müssen wir ganz schön taktisch machen. Damit das Ganze hier funktioniert. Und ihr merkt schon, das Ganze wird recht fordernd. Okay, das war knapp. Und das ist Nummer 2 von 5. Oh Mann. Gott sei Dank haben wir Bones dabei. Eine Schattenwaffe. Ja. Die sogenannten Schergen kennen wir bereits aus unserem guten Albtraum am Anfang. Wo es noch um... In dem es noch um Crow ging. Mittlerweile bittere Realität geworden, wie es aussieht. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Boah. 80, das dauert noch ein bisschen. Goldklee haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt, oder? Hört sich sehr interessant an. Goldklee, doch, haben wir schon sehr oft gehabt. Und ihr merkt das schon, es scheint so, als würde tatsächlich die Schattenwelt hier Stück für Stück das Leben und somit auch die Farbe aus der Welt saugen, um es mal ein bisschen metaphorisch zu sagen. Es wirkt schon beinahe trostlos hier. Und schuld daran sind natürlich die Schatten. Hier wird es langsam ungemütlich. Ja, das ist nicht mehr das Antigua, das ich kenne. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Schatten. Das schwarze Land breitet sich immer weiter aus. Kommt, das sehen wir uns genauer an. Folgt mir. Natürlich, folge Edward ins Tote Land. Naja, das Tote Land haben wir wohl schon erreicht. Ja, ja, geh du nur. Das sieht schon beinahe beeindruckend aus. Beeindruckend furchteinflößend. Komm, lass uns weiter. Noch so ein Schattenbiest. Na super, wieder eine Dreiertruppe. Den Höllenhund erledige ich gerne, aber der Scherger gefällt mir gar nicht. Wir ziehen uns mal hier mit Rollen zurück. Boah, denn ihr wisst ja, wir halten recht wenig aus. Autsch. Boah. Danke, Bones. So. Und wir sollten definitiv bald unsere Fertigkeiten verbessern. Na kommt schon, Leute. Zu dritt schaffen wir das. Da bin ich mir sicher. Wow. Autsch. Danke, Bones. Wow, das war knapp. Schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Ah, ein paar Kehlen. Schön wär's. Oh. Die Schattenwesen im Hinterland. Oh Mann. Was für ein Kampf. Ich gehe voran. Ja, ja. Gerne, gerne. Gar kein Problem. Lass uns weitergehen. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Bei allen Geistern.
Es ist viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Und das ist erst der Anfang. Die dämonischen Krieger sind erledigt. Du hast recht. Die Insel wird in der Tat von einer größeren Bedrohung heimgesucht. Ich hab's doch gewusst. Das Schwarze Land scheint ganz allmählich die ganze Insel zu verschlingen. Ja, und ich werde es aufhalten. Das will ich sehen. Anfall von Größenwahn. Ja, wie genau soll das denn bitte funktionieren? Aha. Und wie genau willst du das anstellen? Das soll nicht weiter eure Sorge sein. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte und muss nun handeln. Ich werde nach Kalador gehen. Die Dämonenjäger dort werden wissen, was zu tun ist. Vielen Dank für... was auch immer. Aber nun muss ich alleine weiter. Gehabt euch wohl. Okay. Jetzt gehst du einfach? Keine Bezahlung, kein richtiges Dankeschön, gar nichts? Wie? Jetzt gehst du einfach? Was habt ihr erwartet? Eine Freundschaft fürs Leben? Langsam, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht davon. Wir haben hier noch einen Job zu erledigen. Ich bin fertig mit Antigua. Ich will endlich in meine Heimat. Meine Vorfahren kommen aus Kalador, aber ich selbst war niemals dort. Ich will die Wurzeln meines Geschlechts kennenlernen und sie in ihrer Sache unterstützen. Aber dazu bräuchte ich ein Schiff, um dorthin zu gelangen. Ja, ich habe ein, naja, Anführungszeichen unten, Schiff, Anführungszeichen oben. Ich habe ein Schiff. Tatsächlich? Naja, es ist nur eine alte Schaluppe, aber immerhin ist sie hochseetauglich. Und zuverlässig. Bisher hat sie mich nie im Stich gelassen. Was würde mich die Überfahrt nach Kalador denn kosten? Nun ja, eigentlich nichts, wenn du mir als kostenloser Begleiter zur Seite stehst. Nichts, wenn du mir hier und da mal aushilfst. Gut, dann zeigt mir euer prächtiges Schiff. Eine Bedingung habe ich noch. Was denn noch? Lass die dämliche Anrede. Ich komme mir vor wie eine Hofschranze aus Caldera. Ich denke, das lässt sich einrichten. Gut. Mein Kahn liegt hier im Hafen vor Anker. Wenn du ablegst, werde ich an Bord sein, Kapitän. Viel besser natürlich. Okay, wir haben also neben bei uns einen weiteren Begleiter gefunden. Sehr schön. Ja, nicht laden. Wir speichern mal an dieser Stelle. Oh Mann, das wird ja was. Ich würde beinahe sagen, auch wenn wir hier jetzt schon mehr als an unsere Grenzen gestoßen sind, klettern wir mal hier hoch und sehen mal nach, was uns hier oben noch so erwartet in dem Schattenreich. Oder eher gesagt, in dem schattenartigen Reich. Denn ihr könnt hier gut sehen, es ist noch ziemlich viel hier oben, was man entdecken könnte. Und natürlich auch noch die Schädelhülle selbst, aber dass wir dafür nicht die ausreichende Stärke haben, ist wahrscheinlich leicht zu erraten. Nicht wahr, Bones? Da unten will ich aber nicht hin. Ein weiterer Höllenhund. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Boah, nicht gut. Weg mit dir. Danke, Bones. So, das war ja kein großes Problem. Eine Maki-Beere. Und jetzt wird es natürlich richtig interessant. Ich befürchte beinahe viel zu starke Gegner. Fingerblatt. Hallo? Hier geht's nach oben. Aber auch nicht viel weiter. Lieber Höllenhund, was machst du da oben? Verdammte Schatten! Ganz ruhig bei uns, also hat gut funktioniert. Wo kam der denn her? Meine Güte, das ist eine Goldader.
Ich brauche eine Spitzhacke. Ja, ja, die hätten wir uns irgendwo mal kaufen sollen. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Ganz schön viele Gegner. Zwei Stück. Bones, du müsstest mir ein bisschen zur Seite stehen. Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Oh Mann. Problem ist immer, wenn zwei Gegner uns angreifen, müsst ihr selber auch mit einem klarkommen. Und ihr seht, die Schergen sind verdammt stark. Super gemacht, Bones. Hier ist direkt der zweite. Die Pistole sollte eigentlich guten Schaden machen. Und hier auch den einen oder anderen Schergen beseitigen. Autsch. Jetzt wirst du aber brutal, mein Lieber. So. Ja, ich muss sagen, dafür, dass wir eigentlich noch viel zu schwach sind, hier übrigens doch leichte Bildrateneinbrüche. Dafür, dass wir theoretisch noch viel zu schwach sind, kommen wir hier ganz gut voran. Jadestein. Den nehme ich gerne mit. Ja, und ihr merkt das schon, ich bin momentan sehr, sehr damit beschäftigt, hier alles zu erkunden, denn ich liebe es, Welten zu erkunden und mich einfach nur von den verschiedenen Umgebungen beeindrucken zu lassen. Verdammte Schatten! Erneut zwei Gegner. Zwei Schergen. Autsch! Oh. Danke, Bones. Trotzdem erstmal ein bisschen Proviant. Boah. Gemeiner Scherge. Boah, Rolle, Rolle, Rolle. Nummer 1, bitte bei uns. Hier ist Nummer 2. So. Trotz alledem würde ich sagen, die Schädelhöhle selbst werden wir erstmal nicht untersuchen. Ich denke mal, wir sind hier schon mehr als an unsere Grenze gestoßen. Auch wenn das ganz gut funktioniert hat natürlich, aber das ist mir dann doch etwas zu zäh. Was haben wir denn hier? Schattenfeuer. Kristallader. Werden wir alles später noch gut gebrauchen können. Ach Gott, da vorne ein Lindwurm. Das fliegende Viechchen. Und glaubt mir, das ist gar nicht lustig. Das ist wirklich gar nicht lustig. Und viel zu stark für uns. Weshalb ich da tatsächlich sagen würde, da verzichte ich drauf. Aus gutem Grunde, glaubt mir. Was haben wir denn hier? Schwarze Ghule. Sehr, sehr brutal sein können, wenn man Pech hat. Aber wir bekommen es gerade ganz gut hin. Wichtig sind hier wirklich einfach nur die richtigen Kombo-Angriffe. Benötigt 30. Bones, du bist wirklich manchmal enttäuschend. Wie kannst du den denn nicht besiegen? Verdammte Schatten!
Ach du Schande. Nee. Weg vom Lindwurm. Gut gemacht, Bones. Da haben wir sogar einen zweiten Teleporter. Schädelblüte. Schattenfeuer. Und Hinterland von Antigua. Geht doch. Das war Teleporter Nummer 2. Supidupi. Ein toller Fortschritt. Und dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt erstmal hier das Hinterland. Der Lindwurm und die Schädelhöhle, das sind zwei Sachen, die ich momentan noch nicht machen möchte. Das könnt ihr euch sicherlich gut vorstellen. Naja, interessant, interessant, interessant. Ruhm gesammelt haben wir auch gut. Ich meine, 12.000 Ruhm ist, denke ich mal, nicht gerade wenig. Wir haben da zwar auch noch gar nichts ausgelegt, aber trotzdem ist das eine gute Summe, die wir da haben. Und ich sollte mir unbedingt angewöhnen, etwas mehr die Augen aufzuhalten, um vielleicht irgendwo als Papagei etwas erreichen zu können. Der Papageienflug ist nämlich tatsächlich hier in Risen 3 sehr, sehr gut integriert und kann sehr oft verwendet werden. Aber dazu sicherlich später mehr. Erstmal zurück nach Antigua, auf Antigua natürlich. Und Edward ist also jetzt auch ein Teil unserer Crew geworden. Schön, schön. Ich frage mich gerade, ja, ob wir nicht vielleicht mal ein bisschen Wasser trinken sollten. Denn tatsächlich regenerieren Wasserfässer die Lebensenergie. Wenn man es weiß, natürlich sehr, sehr nützlich. Und da ist das schön, dass wieder die Farbe zurückkommt. Ah, da haben wir wieder ein Abenteuer erlebt hier in den Hinterlanden. Fängt ja alles super an, muss ich zugeben. Aber okay, die Farbe ist wieder da. Wir sind zurück in Antigua. Antigua, genau. Antigua natürlich.